Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Wie ihr seht, bin ich gerade im Rapidstadion, aber warum? Der ORF hat einen Beitrag heute mit mir gemacht, wo es geht um das Thema E-Sports, Coaching, E-Bundesliga. Jetzt sind wir gerade im Stadion, wie ihr sehen könnt. Da haben wir ein bisschen über das E-Bundesliga-Thema gequatscht. Jetzt gehen wir dann zu mir in meinen Gaming-Room und treffen den Thomas, der beim Coaching gewonnen hat, und wir werden eine Coachingstunde abhalten. Und zu guter Letzt gehen wir auf die Schmelz und dort werde ich gegen einen Wissenschaftler Geschwindigkeitsspiel spielen, zu schauen, wie schnell bin ich wirklich auf meine Finger. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch mit einfach auf diesen coolen Tag und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Okay, wir sind jetzt auf der Schmelz angekommen. Jetzt wird es gleich weitergehen zu den Tests. Ich bin schon richtig gespannt, was mich da erwartet und ob ich vielleicht besser abschneide als der Durchschnitt. Wobei, ich erwarte es mir nicht wirklich, aber schauen wir mal. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt gemeinsam rein und machen die Tests. So, der heutige Drehtag mit dem ORF und mir geht jetzt langsam zu Ende. Wir waren zuerst im Stadion, dann waren wir bei mir zu Hause und haben den lieben Thomas gecoacht. Danke nochmal an alle, die da mitgewirkt haben. Jetzt waren wir noch auf der Schmelz und haben die Tests absolviert. Ja, ich bin jetzt nicht irgendwie ein Roboter oder irgendeine Maschine, sondern ich bin ganz normal im Durchschnitt. Habe auch nicht wirklich was anderes erwartet, weil vor allem FIFA jetzt nicht diese Fingertauglichkeit und Schlagfertigkeit auf die Finger unbedingt so von notwendig ist. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Video habt oder zu den Tests ganz genau. Und ja, vergisst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, Glocke zu aktivieren. Ciao, ciao, bye, bis zum nächsten Mal.